So, dann machen wir mal weiter. Was ist der Pinwand? Habe ich auch noch nie gemacht. So, dann haben wir das. Ad-Karten, jo, fast läuft. Läuft, läuft, läuft. Oh, 4 Luto-Karten, cool. Wespe 2. Ludos Eintrittskarte wieder eine. Wieder 3. Toll. Dass ich diese Nachrichten mit der Pinwand nicht selbst löschen, Alter. Krass, ich wurde in die Cerberus aufgenommen, okay. Das ist aber schon älter. Eine Belohnung, Sicherheitswürfel und noch ein Sicherheitswürfel. Du wurdest von der Gilde Breaker gekickt, naja genau. Du wurdest von der Gilde Zination gekickt. Ich glaube eher, das war ich selber. So. Wunderbar. Mike, bist du noch da? Ja. Gut. Hör, habe ich vergessen zu erwähnen, Mike ist auch nebenbei noch mit dran, aber ihm geht's nicht so. So, da haben wir das. Ist aber relativ wenig. Ne, Altar, da mache ich, nee, mach ich lieber den Altar, Roberlinne. Wollt ihr mich verarschen? Wenn ich einen Altar mache, kriege ich ein weißes Bild mit nichts drauf, oder was? Mal total hier verarsche, Alter. Ich habe hier ein verbuggten Ding. Ja, genau, Alter. Jetzt ist das scheiß Ding auch noch verbuggt. Der Dungeon Start verbuggt, Alter. Wie bescheuert ist das denn? Krass, jetzt müssen wir echt hier in dem Bildschirm warten, bis es irgendeiner startet. Vor 6 jemanden sehen. Alter, es hängt echt dieses Kackding. Das kotzt an. Das ist mir schon mal passiert, da durfte das Ding auch nochmal neu starten. Oder hättest du Bock mal Altarum durchzurocken und Alteracor? Dungeon Meister, wärst du, oder was? Jo. Altarum Experte, okay, mach ich mal kurz alleine, hoffentlich schaffe ich's. Aber sonst komme ich nicht aus dem Bug raus. Macht euch bereit! Die Grafik ist auch schon wieder reingezogen. Genau, den könnt ihr nicht aufhalten. Tritt ihr euch weg, ihr Arschis. Alter, ich hab übelst den krassen Crit, Alter. Feuer!
Wie viel Prozent hast du? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich habe beim Endboss, also hier bei Dolossos, habe ich gekreditet von 15 bis 35.000. Und das immer wieder hintereinander. Ja, drückst du U und dann siehst du das. Ja, ich bin gerade im Dungeon. Und auch im Dungeon. Crit habe ich 1474. Menge. Was? Das ist mal eine Menge, ne? Ja, das sind 16%. Jetzt grüßt. Ich glaube, mein Elsword hat irgendwas über 2 oder 3000 hatte. Wütender Steingolem, genau. So wütend sieht der aus. Der sieht so wütend aus wie meine Omme, wenn sie sie aufregt, dass ich ihn zocke. Mir das dann relativ egal ist. Zocken macht die Birne weich, ne? Was? Zocken macht die Birne weich. Nö. Das macht eher die Hände geschmeidig und weich. Jemand hat eine komische Haltung, dann nicht. Ich hab keine komische Haltung. Ich sitze ja nicht vorm PC, ich lieg. Was, du sitzt nicht vorm PC? Sitzen schon, aber die Beine hochgelegt, weißt du? Kenn ich irgendwo, ja. Hunter ist gestorben. Hat er geprickelt. Meine Wachen hat er wieder. Doch nicht ein Mensch. Sind jetzt Omas mit ihren Rollator noch schneller? Na genau, jetzt glaubt mir die Sau noch Mana, ey. Wieso setze ich was mit dem Projekt hier ein? Das wollte ich doch gar nicht. Sternschnuppen machen. Zack. Genau, mit Vollkarabolen in den Abgrund. Mike und Exter, würde ich sagen. Hier voll in den Abgrund rein. Ja genau, Alter, immer schön gegen meine Panzerung. So, nochmal schnell schon. Hol ich mir die Viecher vom Himmel. Huch! Und hol mich gleich wieder in den Boden. Oh, der Vieh ist gleich hinterher gesprungen. Und ich hab gleich nochmal mit. So, weg warst du. Weg vom Fenster.
hatte keine Erfahrungspunkte mehr, aber wollte ich mich verarschen? Ja gut, stimmt, das ist schon böse daher. Sirius. Sirius. Mist, wie Alter, jetzt erstmal die Kanone zum Sturm. Friss das. Oder friss am besten die Kanone. So, hat das aber auf einmal wieder gefallen? Mehr ja. Pflanzen. Toll. Weg war sie. Die Pflanze war noch so jung. Ich hab mir aber trotzdem den Weg. Ich bin meine Malerplatz, Alter. Was soll ich sagen? Ich hab mir meinen scheiß Mana und dann gibst du mir keine Mana-Blase raus, aber das ist richtig fies sowas. So. Illusionsmagie. Fall mal schön runter. Sehr schön. Schätze, 4 oder 5 falle ich runter. Klasse. Nein, jetzt habe ich noch ein scheiß Blitzprojekt wieder eingesetzt. Da bin ich noch. Marco Hauptmann war der dritte, also ich bin jetzt fast beim Boss, Alter. Sag mal, willst du mich verarschen? Ich glaube, die Sonne schon wieder mein Mana. Kannst du aber diesmal vergessen. Meine Mana-Blase. Und gleich noch ein Mana-Pflaster, sag mal, willst du mich verarschen oder was? Dein scheiß Hammer, Alter. So, mal geht's noch. Hast du überhaupt eine Hammer-Lizenz? Scheiße, mit der einen Hammer gegen den Kopf, Alter. Meine Fresse, Junge. Der haut mir ständig diesen Hammer auf den Kopf, dieser vage Hauptmann. Da bist du erst. Okay. Silberne Kiste. Die Mondessenz. Yay. Ja.
schmeiß mich hier wieder runter. Immer erlauben, dann sollten wir Energie daran. Nix ist. Den könnt ihr nicht aufhalten! Ja, wir können nicht aufhalten. Das sind 300 Attacken. Meine Güte, Junge. Und der nächste. Na gut. So, sag mich aus, du Mistvieh. Habe ich wenigstens volles Mana bei der Loot. Jo. Ich wünsche mir Glück, dass ich einen Klemmer wegrotz. Ist ja, glaube ich, nur zum Glück, ey. So, und Crit. Nein, es ging auch noch daneben. Sag mal, willst du mich verarschen, Alter? Will ich das Spiel verarschen? Sternschnuppen nützen wir denn nicht? Ja, wegen. 300 hast du, das war ich nicht. Ja, trotzdem kannst du halt dem was abziehen. Sag, müsstest du dir das noch machen, bevor der keinen Half-Life-Mana hat? Jetzt geht das nicht mehr. Beständig. Na, man sollte die Patch noch sehen. Wer guckt sich denn bitte so hier in sowas an? Jetzt, was mich interessiert hat, dass es die Wildmarke rausgenommen wurde und wo es wieder eingefügt wurde. Na eben, das seine. Immer schön geritten, geritten. So. Und. Hat aber so einen Sechser. Der dürfte ja einen verheerenden Pack ohne springen, oder? Nein. Lol. Oh, dann hast du. Gar nicht mehr. Richtig fies, die Sau. Meine Güte. Alter, ich hab einen Kleidung. 33.000er Grit. Ja, ich glaube, ich vergessen. Boss ist verliere nie.
Na, für den Dungeon Master. Ich hab CCAS. Toll. Gebracht hat's mir jetzt nicht wirklich was. Weil meine Quests ja eigentlich im Hammel sind. So. Dann würde ich mal sagen, sehen wir uns natürlich im nächsten Part hier wieder an der gleichen Stelle.